Willkommen bei meinem Format, wo ich euch die SBS zeige, beziehungsweise das Wichtigste aus der SBS rauspicke, für euch übersetze und in den Titel schreibe. Das kennt ihr zu 100% nicht von One Piece. Und da kommen natürlich auch Kommentare wie, ja, das kann ich alles, ist ja klar, ne? Das Format hat eine Voraussetzung, und zwar, ihr habt die SBS nicht gelesen. Wenn ihr sie nicht gelesen habt, dann kennt ihr alle diese Fakten nicht aus diesem Video. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß, lehnt euch zurück. Heute geht es um die Volume Nummer 6. Und dort gab es einige Kapitel, und zwar von 859 bis zum Kapitel 867. Das heißt, diesmal gab es 8, vielleicht sogar 9 Chapter. Ich bin mir nicht sicher, ob 867 das letzte ist. Auf jeden Fall hat Oda heute auch wieder einige krasse Sachen revealed. Krass ist natürlich Definitionssache, aber dazu kommen wir. Also wie gesagt, lehnt euch zurück. Ich fange mal an. So, mein Englisch ist erstens nicht perfekt und zweitens, ich habe nicht jedes einzelne übersetzt. Ihr werdet es gleich auch bemerken, manche Sachen habe ich abgekürzt und so weiter, weil da auch ein bisschen unnötiges Zeug dabei ist. Und ja, fangen wir an. Also in Kapitel 859 hat ein User gefragt: Hallo, hier ist Oda, ich freue mich darauf, eure perversen Fragen zu beantworten. Los geht's mit der FPS. So, Oda hat geantwortet: Fake, stopp, hör auf, so zu tun, als wärst du ich. Die FPS ist keine perverse Ecke, es ist ein magischer Ort. Das ist die schlechteste Eröffnung der FPS. Es ist so ein Running Gag, die FPS immer mit sowas zu eröffnen, und dieses Mal ist es halt pervers. So, die Frage. Oda Sensei, nach der Einführung von Regius Unterhose kann ich mir gut vorstellen, dass du einige Fanpost bekommen hast. Es ist okay, Menschen sind schon immer nackt rumgerannt. Alles für den Anblick von Höschen, die dein Herz zum Rasen bringen. Das zeigt, dass du nicht genug Disziplin hast. PS, mein Herz hat auch stark geklopft und meine Nase hat geblutet. Odas Antwort, dein Spitzname ist ein Geist mit bösem Herzen. Was er damit meint? Ich bin mir unsicher, vielleicht irgendwas Japanisches, was wir nicht verstehen. So, die nächste Frage ist: Oda, in Kapitel 858 ist eine Nami-Bart-Szene, aber es wird mega komisch, wenn ich den Anime mit meiner Familie schaue. Was soll ich tun, wenn es soweit ist? Und Odas Antwort: Diese Ecke ist echt unanständig. Komisch, bitte höre mir gut zu. Menschen sind schon immer nackt durch die Gegend gerannt. Der Anblick einer Bartszene, die dein Herz wie verrückt schlagen lässt, zeigt doch nur, dass du nicht genug Disziplin hast. Oder? PS, während ich das Manga-Manuskript geschrieben habe, hat mein Herz wie verrückt geklopft und ich hatte Nasenbluten. Mega cool, dass er die Aussage von eben nimmt und halt selbst sozusagen das Gleichheit schreibt. Mega cool, ich liebe den Humor von Oda. Weiter geht es in Kapitel 860 und er schreibt: Bitte mach Orouge süß. Odas Antwort darauf: Es war unmöglich, und hier seht ihr ein Bild eingeblendet. Ach du heilige Scheiße, es ist wirklich unmöglich. So, Oda, ich habe mich entschieden, meinen TV mit dieser Nami-Figur zu dekorieren. Hier seht ihr die Figur, und er schreibt: Ich habe schon verstanden. Der nächste bitte. So, Oda Sensei, bitte erläutere deine aktuellen Gefühle, indem du ein Zitat von One Piece benutzt. In 3, 2, 1. Auf keinen Fall. Es ist alles klebrig. Diese perversen Anspielungen. Oda ist so ein perverser Sack. Egal in welcher FPS bzw. SPS, ihr werdet immer was Perverses finden. Deswegen auch die Thumbnails, Leute. Viele haten mich dafür. Oda ist ein Perversling, das will ich damit unterstreichen. So, bitte nenne mir den Namen der großen schwarzen Katze, die bei Hawkins, also bei den Hawkins-Piraten sind. Hier seht ihr sie eingeblendet. Ich mag es, dass er relativ süß ist. Ist er ein Mink? PN, Laws Charakterdesign ist mega cool. Er antwortet: schwarz? Eine schwarze Katze? Sieht er irgendwie schwarz aus? Passt Katze nicht besser? Naja, du hast recht, die Katze ist ein Mink und ein Mitglied der Hawkins-Piratenbande. Sein Name ist Faust und er ist eine Art Magier. Aber was für eine Art von Magier er benutzt? Vielleicht eine Art von Miaugi, also er hat das Miau genommen und mit Magie vermischt. Im Japanischen, im Deutschen wäre es dann Miaugi, hört sich aber absolut behindert an, aber mal sehen. So, weiter geht's. Hi Oda-Sensei, Whitebeard hat immer eine Bandage um den Kopf. Liegt das daran, weil er keine Haare mehr hat? Ich will, dass du seinen Haarstyle zeichnest, den er hatte. Und die Antwort von ihm ist: So sah es aus, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt. Und ach du Kacke, vielleicht kennt ihr das Bild von Twitter. Es ist wahrscheinlich nur als Comedy in der SBS. Wenn er wirklich solche Haare hatte, ist das schon ziemlich lächerlich und aber auch irgendwie lustig. Ich meine, Edward Newgate hatte ja in seiner Kindheit, sagen wir mal, in seiner Jugend hatte er ja lange blonde Haare. Und das hier ist wahrscheinlich nur als Scherz so gezeichnet. Aber stellt euch mal echt vor, er ist so ein Kaiser und so, hat dann so Bumerang
Haare. Ich meine, der Bart an sich sieht so schon cool aus, aber die Haare, ach du Scheiße. So, in Kapitel 861 geht's dann weiter. Hallo Oda-Sensei, ich habe eine Anfrage für Carrot, die talentierte Zeichnerin. Ich wünsche mir, dass sie mir ein Bild der Zwillinge Lola und Chiffon zeichnet. Danke vielmals. Und ja, ihr seht es, eingeblendet. Hat er wahrscheinlich selber gezeichnet. Sieht aber mega cool aus. So, weiter geht's. Und einer fragt, sind diese Leute vom Schlangenhalsstamm? So, da sind dann zwei Leute eingeblendet. Und er antwortet, ja, du hast es richtig erkannt. Sie sind vom Schlangenhalsstamm. Also gibt es ihn wirklich. Und diese beiden sind auch Kinder von Big Mom. Einmal der 34. Sohn Mascarpone und die 29. Tochter Joscarpone. Und hier seht ihr die beiden. Die haben halt einen ultralangen Hals, sind wie die vom langen Beinstamm. Und sie waren halt auch auf der Liste beim Sabaody-Archipel auf der Liste der Sklaven. Das heißt, sie wurden schon mal gezeigt und hier wurden die dann richtig revealed. So, Frage. Oder sind Tattoos bei den Leuten vom Langbeinstamm Trend? Und der meint, ja, das stimmt, sie sind alle selbstbewusst und lieben ihre Beine und zeigen sie auch gerne mit Tattoos. Aber anscheinend ist das bei Tamago nicht der Fall. Ja, der zeigt seine Beine nicht, er hat die verdeckt, aber alle anderen irgendwie schon. So, in 863 geht es dann um das Lieblingsessen, weil in Volume 35 wurden alle Gerichte erwähnt, die die Strohbande liebt, außer halt das von Brook. Und dann fragt der User halt, was dieses Gericht dort ist, weil Sanji halt gekocht hat und er hat aus Herzen gekocht für Pudding, weil er sie halt richtig geliebt hat. Und da hat er aus Herzen gekocht und hat halt das ganze Essen für die Strohbande gemacht. Und da war was der User nicht erkannt hat und Oda meint, das ist das Lieblingsessen von Brook. Aber Brook, er isst, beziehungsweise seine Manieren beim Essen sind schrecklich und deswegen macht Sanji ihm das Essen nicht, beziehungsweise gibt es ihm nicht. Mega lustige Geschichte. So, in 864. Hey Oda, haben die Teleschnecken einen leise Modus? Gibt es keine Zeit, an dem dieses Teil nicht klingelt? Oder kann man die Lautstärke des Ringtones etwas leiser stellen oder so? Er antwortet darauf, Teleschnecken sind lebendige Kreaturen und es kommt darauf an, wie du sie trainierst, um sie in den leisen Modus zu versetzen, musst du versuchen, zu sagen. Und Lautstärke variiert dann, je nachdem, wie du es fütterst. Sehr interessant und sehr lustig. Wir wissen ja, dass diese Dinger natürlich Lebewesen sind, dass es Wilde gibt davon, aber wir haben nie wirklich gesehen, dass die Strohbande, beziehungsweise dass Frankie, der hat die ja besorgt, dass er die gefüttert hat oder so. Aber wäre auch ziemlich unnötig, so, aber vielleicht hat man das im Rande irgendwo mal im Manga-Chapter oder so gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht. So, 865. Frage. Oder ich habe gehört, dass monatlich der 26. der Tag des Puddings ist. Wie wäre es, wenn wir Puddings Geburtstag an den 26.06. setzen? Und Oda meinte dann, ja, okay, passt. So, dazu wurden noch einige weitere Geburtstage geleakt, beziehungsweise von Oda preisgegeben, und zwar Mary am 22. Januar, Kinemon am 29. Januar, Nojiko am 25.07., Belmer am 3.12., Mr. Five am 26.07., Toto am 17.06., Herakota, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, am 25.09., Pekoms am 11.04., Kaya am 24.08., Kanjuro am 21.07., Tamago am 14.05., König Riku am 27.06., Blue Jilly am 27.11., Pedro am 16.06., Smoothie am 12.10. Und ja, warum auch immer es immer Geburtstage gibt, die haben aber meistens jetzt nicht ganz was zu bedeuten. Also, wie ihr gerade gesehen habt, bei Pudding hat es was zu bedeuten, in dem Sinne aber jetzt nicht für die Story oder so, sondern halt, wenn es eine coole Anspielung gibt und so weiter, dann haben die was zu bedeuten. Aber jetzt für die Story gab es bisher jetzt nichts Wichtiges. So, und jetzt zur letzten Frage. Hi Oda, ich habe eine Frage, beziehungsweise fast. Hi Oda, ich habe eine Frage. Ist das Seppo, der in Kapitel 850 erschienen ist, der gleiche Bruder, der vom Beppo getrennt wurde in der Story vom 84. Volume? Sind das wirklich die beiden? Fragt er, und ja, man hat Seppo und Beppo gesehen, auch in so einer Vergangenheitsstory und so weiter, und Oda antwortet und gibt sogar eine Geschichte zu den beiden. So, ja, das sind wirklich die beiden, das ist richtig. Pedro hat die Nox-Piraten-Expedition geführt. Sie wurden von der Weltregierung verfolgt, weil sie die Poneglyphen suchen. Diese wurden dann zu den Nox-Piraten. Das ist eine Geschichte von vor 15 Jahren. Beppo liebte seinen älteren Bruder Seppo.
Als er so runtergeklettert ist, um das Meer zu sehen, wurde er weggefegt. So hat er dann irgendwie den Weg zum North Blue gefunden, wie auch immer, und Law getroffen. Währenddessen waren die Nox-Piraten verwundet und waren deprimiert. Percoms führte die anderen, die ihre Reise nicht fortführen konnten, nur Pedro und Seppo blieben übrig. Als dann Percoms und die anderen in Big Moms Territorium angekommen waren, wurden ihre Leben gerettet und sie sind ihrer Crew beigetreten. Pedro und Seppo, die die Suche nach den Poneglyphen nicht aufgegeben hatten, fanden 5 Jahre später in Big Moms Territorium ihre Poneglyphen und per Zufall begegneten sich Pedro und Percoms wieder. So, mega coole Geschichte, dass er halt um den Bruder von Beppo und Seppo und alles so noch extra in der FPS preisgibt. Mega cool. Und die Nox Piratenbande wurde ja geführt. Da waren Pedro und was weiß ich. Geführt halt von Pedro, dem Anführer. Das wurde ja ein bisschen angeteased und hier wird es halt genauer erklärt. So, und zuletzt hat jemand gefragt, ob er Big Mom zeichnen kann in den Jahren mit 28 Jahren, mit 48 und 68. Und das hat er dann getan. Und ach du heilige Scheiße. Jetzt weiß ich, wieso Big Mom irgendwen abgekriegt hat, weil sie mit 28 einfach geil wurde. Mit 48 hat man schon diese Big Mom-Fresse erkannt, die sie jetzt ist, diese hässliche alte Frau. Und warum auch immer ihre Nase überdimensional groß geworden ist, aber mit 28 war sie halt echt richtig geil, ohne Witz. Also ich kann eigentlich schon verstehen, warum die Leute auf sie geil wurden, so. Auch wenn sie, aber stellt euch mal vor, sie ist eigentlich doch riesig. Ich meine, ach egal. Ich gehe darauf gar nicht ein. Schreibt eure Meinung zu dieser SBS in die Kommentare und habt ihr Lust auf weitere Teile? Ich habe gesehen, dass das eigentlich cool bei euch angekommen ist und deswegen gab es recht zügig den nächsten Teil. Ich muss halt immer auf die Übersetzung warten. Übersetzt dann alles für mich und ja, schaut in der Playlist vorbei. Dort sind die anderen SBS verlinkt und ja, bis zum nächsten Part, Leute. Ein Daumen nach oben wäre mega nice und falls ihr noch kein Abonnent seid, empfehle ich euch das dringend. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.